Promi-Geflüster. Heute sind wir mal wieder unterwegs, ausnahmsweise mal nicht aus unserem Home-Studio, wo wir so die letzten Monate immer mal wieder gesendet haben. Und deswegen freut es mich jetzt ganz besonders auch mal wieder jemanden hier live hautnah bei mir zu Gast zu haben. Sie sitzt neben mir, macht Familienschlager. Jetzt weiß ich Familienschlager. Das wird man jetzt nachher gleich in Erfahrung bringen. Angereist aus dem hohen Norden, hier in Stuttgart. Wir sind hier im Hotel. Hotel Mercure, das müssen wir so nebenbei auch mal kurz noch erwähnen, dem Gastgeber. Nadine Sieben, Halli, hallo, herzlich willkommen, grüße dich. Hallo, grüß dich. Und du bringst den Frühling gleich mit, wenn man so deine Kleidung sieht. Ja, ich hoffe, das klappt. Ich habe das mal einfach provokativ angezogen fürs Wetter. Ich hoffe, dass es dann auch einen Effekt hat. Genau, also heute haben wir natürlich schönes Wetter, das auf alle Fälle, aber es ist doch noch ein bisschen bitter kalt. Bisschen frisch noch. Ich habe den Mantel in der gleichen Farbe, dann passt es wieder. Okay, sehr gut. Ja, Nadine Sieben, der Name ist für mich jetzt erstmal in der Branche ein bisschen neu. Ist das richtig? Ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber ja, er ist relativ neu. Zumindest in Sachen Familienschlager. Auf jetzt, jeden Fall. Was muss man sich unter Familienschlager vorstellen? Was ist da der Unterschied zum normalen Schlager? Also erstmal muss ich vielleicht sagen, das Wort Familienschlager, das war gar nicht so gewollt passiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich eines Tages gedacht habe, ach Mensch, was gibt's denn noch nicht? Ich mache mal Familienschlager, sondern es war wirklich so, dass ich einfach eine Menge Songs, eine Menge Ideen im Gepäck hatte und wir dann eines Tages irgendwie uns die Sachen angehört haben und gesagt haben, Mensch, irgendwie, das ist keine Kindermusik, das ist Schlager auf jeden Fall. Aber irgendwie ist das anders. Es ist einfach Schlager für die ganze Familie. So ist es dann gefallen und so haben wir gesagt, ja, das ist genau, das ist Familienschlager. Es ist eben Schlager mit Themen, die wirklich alle interessieren. Also die wirklich die Kleinsten interessieren bis hin zur Omi, bis hin zum Opi. Okay, wir haben ja die CD, zumindest so ein Vorab-Exemplar haben wir ja schon mal hier. Genau, so wird's gut. So, ganz genau. Leben, Leben. Zweimal Leben, Leben, Leben. Leben, Leben, ja, das ganz Leben, wichtig. Leben, genau. Das erste groß, das zweite klein. Richtig. So ist es. Ja, es sind 14 Titel drauf und wir haben es gerade vorhin schon so ein bisschen mal durchgegangen. Ein paar Titel, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich sage mal, das ist auch so von den Titeln her, es ist jetzt nicht wirklich sowas, wie man es so von den anderen Schlagern kennt, wo Herzschmerz oder kritische Themen drin sind. Sind, glaube ich, eher ein bisschen so die fröhlichen Themen einfach auch, die du da... Auf jeden Fall. Es heißt das Leben leben und das meine ich auch. Einfach das Leben leben, das Leben genießen. Das spiegelt sich im Prinzip in jedem einzelnen Song wieder. Was sind so jetzt deine Favoriten, die du jetzt hier ausheben Eins würdest? 1 bis 14. Alle komplett durch. Ja, natürlich, logisch. Blöde Frage. Ganz klar. Nee, aber was mir jetzt so aufgefallen ist, was auch ein bisschen zeitgemäß, glaube ich, jetzt reinpasst, offline. Ganz einfach mal offline sein. Das haben wir gerade auch im Vorgespräch hier ein bisschen ausdiskutiert. Ja. Einfach mal das Handy abschalten, oder? Handy abschalten, Medien abschalten, alles abschalten, was irgendwie Einstreuung ist von außen, medial und einfach rausgehen, Natur genießen, das Leben genießen, Skateboarden gehen, Surfen gehen, einfach leben, leben. Also es vermischt sich schon alles sehr, Genau. Ja, und dann haben wir natürlich drauf, wenn wir zusammen sind, ist ein Titel. Dann, klar, Leben, Leben, das kommt natürlich auch. Du bringst mein Herz zum Lachen. Also es ist doch nichts Schöneres, wenn auch Kinder lachen dabei ist. Ne? Also Du bringst mein Herz zum Lachen ist auch wirklich der persönlichste Titel, definitiv aus diesem Album der privateste, wenn man so will. Den habe ich geschrieben für meine drei Kinder. Und ich glaube, jeder Papa, jede Mama weiß, die bringen einfach das Herz zum Lachen und zwar mit der Stunde, mit der Sekunde des Geburtes schon gleich. Und ich hab schon mal erzählt, dass das Lustige ist eben, mein Sohn, der ist 14, der hat dann irgendwann gesagt, als der Song rauskam, da heißt es in einer Zeile, so wie du tanzt, so wie du lachst, einfach so wie du bist. Und dann sagt er zu mir, so wie ich tanze?
Mama, hast du mich mal tanzen sehen? Und, also mein Sohn ist begeisterter Tennisspieler, aber okay. Tanzen steht jetzt noch nicht so weit oben im Kurs. Und es ist aber einfach, doch, ich meine es so, wie es ist. Mhm. Es ist die Art, wie er sich bewegt, es bringt mich einfach auch, macht mich einfach fröhlich und glücklich. Tanzen, das kommt vielleicht so in den nächsten 2 Jahren dann. Wird's dann ja, das denke ich dann, auch. Ne? Aber dann ist ja dann erstmal irgendwie Abtanzball, dann ist genau. Ja erstmal Pflichttanz angesagt. Ja. Ne? Genau, dann haben wir auch drauf das Baumhaus. Das ist auch, wer träumt nicht von einem netten Baumhaus? Ne? Oh ja, wir haben tatsächlich ein solches im Garten. Okay. Und meine Kinder spielen da auch und treffen Freunde und ja, so ist das Ganze natürlich auch entstanden und wird mit Leben erfüllt eigentlich täglich, wenn sie da sitzen. Mhm. Und auch dort hat es eben was Besonderes. Man ist dort ja auch in der Regel offline und hört das Blätterrauschen und kann sich mit seinen Freunden austauschen. Und es ist einfach schön und intim. Genau. Dort. Und so ein Baumhaus, ich weiß es auch noch, ich hatte zwar selber keins, aber Bekannte oder Freunde hatten damals was in der Richtung. Das war auch dann so ein Ort, wo man wirklich sich dann wenn man Probleme hatte, zurückziehen konnte. Ne? Genau, so ist es gemeint. Mhm. Genau. Ganz genau. Dann natürlich auch hier Freunde wie wir. Also da steht in Klammer David's Song. Das ist natürlich der Song, den man kennt von den Kellys noch, oder? So ist es auch. Die bekannte Melodie des David's Songs. Mhm. Freunde wie wir ist für mich auch ein ganz wichtiger Titel. Und ich bin ja ein Mitglied der Hamburger Alsterspatzen, der Chor der Hamburgischen Staatsoper. Und ich sage, ich bin ein Mitglied. Natürlich bin ich es nicht mehr, aber irgendwie ist man immer im Herzen ein Mitglied dort. Und ich erinnere mich an so viele Chorfahrten, die wir gemacht haben, wo wir einfach auch mit anderen Kindern zusammen waren, die teilweise auch gar nicht unsere Sprache gesprochen haben. Aber wir haben ganz oft wirklich dieses Erlebnis gehabt, im Kreis zu stehen. Wir haben uns an den Händen gehalten und dann hieß es, Freunde wie wir halten zusammen ein Leben lang. Und wir halten auch immer noch zusammen. Einmal ein Spatz, immer ein Spatz. Und ich glaube, auch jeder, der singt, irgendwie halten wir zusammen. Mhm. Ja. Ja, und weil du gerade sagst, auch egal welche Sprache, ich glaube, das ist jetzt gerade so in den letzten Tagen wieder wichtiger denn je. Ja. Das stimmt. Und Musik verbindet. Auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Weil du jetzt gerade sagst, auch deine Kinder, wie stehen die denn zur Musik von der Mama und zum Familienschlager? Na, ich habe natürlich 3 Kinder und die sind natürlich alle ganz unterschiedlich. Mhm. Insofern müsste man es differenzieren. Meine Tochter hat ja auch bei Wenn wir zusammen sind mit mir zusammengesungen und freut sich da auch drüber und ist auch ganz stolz. Mein Sohn hat den Weihnachtself gesungen, ein guter Weihnachtssong aus dem vorletzten Jahr, letztes Jahr. Und die lieben das schon, was ich mache. Also besonders meine beiden Kleinen lieben es sehr. Mhm. Mein Großer mag meine Musik auch, aber ich glaube, privat hört er gern auch was anderes. Gott sei Dank eigentlich. So die ist es. Die Musikgeschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. So ist es, aber sie freuen sich und sind stolz und kommen mit. Und zu Hause gibt es die Mami-Playlist. Mhm. Da sind dann meine Songs alle drauf und die wird dann auch abgespielt in den Kinderzimmern. Sehr gut, sehr gut. Und die Titel, wie entstehen die? Schreibst du die selber? Da steht dein Name ja durchaus auch mit hinten drauf. Ne? Ja, so ist es. Also ich schreibe ganz viel im Team. Das meiste habe ich zusammen mit Marcel Stoffels geschrieben. Der kommt aus der Eifel. Und mit ihm habe ich wirklich die meisten Songs entwickelt. Mhm. Die Ideen sind von mir und wir schreiben dann ganz viel zusammen. Ich bin eher meistens textstark, er ist eher meistens melodiestark, aber irgendwie ergänzt es sich. Und es ist einfach, also ich bin sehr froh, dass wir uns haben und so ein ganz tolles Team haben auf der gleichen Wellenlänge. Natürlich, das ist immer sehr wichtig. Klar, ne? Und dann kommt so ein schönes Album dabei raus. Genau. Ja, hier so müssen wir es hinhalten. Genau, richtig. Jetzt weiß ich auch noch, du hast auch mit Rolf Zukowski einiges schon gemacht. Ja. Was gibt es da für eine Verbindung, ganz genau? Ach, das war natürlich ganz großartig. Wir haben zusammen in dem Hörspiel Cosmo und Azura, da habe ich eben die Libelle gesungen, das ist die Azura. Mhm. Und er hat durch diese Geschichte geführt. Auch ein ganz, ganz zauberhaftes Hörspiel im Übrigen für alle, die Kinder haben, ganz, ganz wunderbar. Und am Ende dieses Hörspiels gibt es das Lied Abendgold. Und nachdem das Hörspiel draußen war, rief mich eben Rolf Zukowski an und fragte, Mensch, wollen wir nicht gemeinsam dieses Abendgold noch einmal als Duett aufnehmen? Und das war natürlich für mich wirklich
eine ganz, ganz großartige Geschichte, große Geschichte, tolle Geschichte. Und ich habe mich riesig darüber gefreut. Und wir haben dieses Lied gemeinsam aufgenommen. Und ja, es ist natürlich eine große Ehre, mit Rolf Zukowski das zusammen zu machen. Das glaube ich, ja. Ja, und seitdem, also wir schreiben uns hin und wieder hin und her und gratuliert mir, das hat alles noch Zeit, findet er sehr schön. Ist auch eine Ballade auf dem neuen Album. Und ja, es ist schön. Mein kleiner Sohn hat am selben Tag Geburtstag sogar wie er. Okay. Und dann gratulieren sie sich. Ich weiß noch, letztes Jahr, das war so niedlich, hat er geschrieben, habe ich ihm zum Geburtstag gratuliert, er zurück gratuliert an meinen Sohn und sagte dann auch, Mensch, 10, das ist auch ein tolles Alter. Ja, womit er eindeutig recht hat. Hat er recht, genau. Vollkommen, ja. Natürlich. Ja, jetzt, wie sieht's bei dir aus mit Auftritten, wenn man dich irgendwo erleben möchte? Ich weiß, klar, die letzten 2 Jahre waren natürlich alles sehr bescheiden. Ne? Ja. Und, ja. Also eine Tour ist auf jeden Fall in Planung. Und ich hoffe, letztes Jahr hatte ich wirklich Glück und konnte 50 Auftritte machen durch ganz Deutschland. Und ich hoffe wirklich, wirklich, dass es dieses Jahr auch gelingt, schön zu touren. Und alles Weitere erfährt man einfach dann auf meinen Seiten. Ja. Seiten, das ist jetzt das nächste Stichwort dann. Wo findet man was über dich? Wo bist du präsent? Also ganz viel erzähle ich immer auf meinem Instagram-Account. Da erfährt man auch vieles privat, auch teilweise, was ich morgens esse. Okay. Und ansonsten habe ich eben auch ganz klar eine Webseite, wo man auch alles nochmal nachlesen kann. Und Facebook bin ich auch aktiv. Also die gängigen Plattformen einfach, genau. Ja. Und Homepage heißt wie? www.nadine7.de nadine7.de Ganz einfach, so genau. Ja, dann geht es jetzt langsam doch schon wieder zurück in den hohen Norden, oder? Du warst jetzt heute auf Promotour. Wie sieht so deine nächsten Wochen aus mit Promotion? Ja, so ein paar Termine haben wir tatsächlich noch vor uns. Ich bin gespannt und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Mhm. Und jetzt heute geht es aber erstmal wieder zurück in die Heimat. Und meine Kinder haben schon gesagt, sie freuen sich schon, wenn ich wieder da bin. Also freue ich mich erstmal dann heute Abend nochmal Schlaflied singen zu dürfen. Schlaflied, genau. Wenn es nicht zu spät wird, oder? Ja, wenn es nicht zu spät wird. Okay. Aber ein Küsschen gibt es immer. Genau. Und das Album erscheint jetzt dann am 25. März. 25. März, da in die Läden gehen oder downloaden oder was auch immer. Also man hat ja heutzutage sämtliche Möglichkeiten. Streamen, genau. YouTuben, keine Ahnung. Oder eben einfach ins Geschäft gehen und kaufen. Genau. Ja, sehr würde ich mich freuen. Wunderbar, dann sage ich recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass man dich auch mal kennenlernen durfte. Vielen Dank. Es war bestimmt nicht das letzte Mal. Das hoffe ich sehr. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Sehr gerne. Und dann sage ich mal den Zuschauern alles Gute. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.